Hallo, ich bin's wieder, euer Daniel. Ja, heute zeige ich euch eine Spezialübung, die machen viele Turner, um die Stemmfähigkeit zu verbessern. Und ich mache das bei uns an der Uni auch immer mit meinen Sportstudenten. Und mich haben viele Leute gefragt, die jetzt gerade dann den Sporteignungstest machen, was können sie denn trainieren oder wie können sie trainieren, damit die Mädchen zum Beispiel beim Aufschwung oder Umschwung um die Stange nicht das Körpergewicht verlieren und dann nach unten zu absacken, sondern dass sie sauber oben bleiben und wirklich den Umschwung sauber durchführen können. Und bei den Jungs ganz genauso, die müssen die Kippe schaffen, den Kippaufschwung. Da ist es genau das Gleiche, da fällt oft mal der Körper nach unten, weil er zu wenig Kraft im Latissimus hinten hat. Und da gibt es eine Übung, die heißt Spider-Man. Die ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr eine Sprossenwand habt bei eurem Sportverein oder in einem Fitnessstudio zum Beispiel, dann stellt euch auf die zweite, dritte Sprosse mit gestreckten Armen und versucht, die Füße unten von den Sprossen zu lösen. Und jetzt müsst ihr euch mit den Händen zur Sprosse ranziehen und gleichzeitig mit den Füßen unten gegendrücken. Wenn es am Anfang mit beiden Beinen zu schwer ist, dann beginnt erst mit einem Bein.